Hallo, meine lieben Freunde. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade dieses Gemälde gemacht. Eigentlich dachte ich, ich habe die Kamera angemacht, aber anscheinend nicht. So male ich das jetzt nochmal. Gut, jetzt hast du eine Vorlage, wie es sein wird ungefähr. Und jetzt mache ich das einfach nochmal und nehme dich mit. So, hier habe ich wieder eine unbehandelte Holzplatte. Hier sieht das schon ein bisschen wild aus, wie du siehst. Aber das macht gar nichts. Ich nehme noch ein bisschen Weiß dazu. Und der Rest dürfte reichen, so wie ich den da noch habe. Und ich beginne mit dem Himmel. Dazu nehme ich, welchen Pinsel nehme ich denn? Dazu nehme ich diesen Pinsel, feuchte ihn an und lege jetzt erstmal eine dünne Schicht Weiß auf. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Eben ist mir schon die grüne Farbe, als ich die aufgemacht habe, entgegengespritzt. Jetzt hat das mit dem Video nicht geklappt. Gut. Dann will ich mal drauf achten, was die Zeichen mir sagen möchten. So, ich lege eine dünne Schicht Weiß auf. Das ist wirklich ziemlich zart. Ich mache das immer ganz gerne und wenn ich Himmel und Wasser male, eigentlich ja mehr beim Himmel. Und dann nehme ich Blau und gehe damit auf die vorher aufgegebene Schicht Weiß. Und du siehst, alleine, dass ich nur jetzt so hin und her gehe, entsteht schon ein Himmel. Jetzt ist mir die Farbe schon ein bisschen zu kompakt. Nehme ich etwas Wasser dazu und verteile die. So, jetzt habe ich ja hier. Fängt der See an. Das mache ich jetzt auch so. Du kannst hier die Linie kannst du mit Kreppband abkleben oder auch ein Lineal dran halten oder auch so Freihand. Wenn das mit der Linie nicht klappt und du gehst immer weiter hoch, dann kannst du das auch drehen und einfach wieder zum Himmel machen. Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt. So. So wie es für dich schön ist. Jetzt mache ich erst noch das Wasser fertig. Genau. Noch ein bisschen Wasser dazu. Trocknet gerade relativ schnell. Vielleicht nehme ich einen Hauch Grün fürs Wasser. Einen kleinen Hauch. Und genau. Siehst du, wie schön das ist. Hier unten kommen gleich die Büsche hin, müsste ich jetzt hier nicht, aber wo ich schon mal da bin, mache ich das Ganze. Und ich sage immer, jede Schicht hat ihre Berechtigung. Manchmal sollten wir vielleicht nicht so viel nachdenken und es geschehen lassen, wie es kommen will. Gut, jetzt habe ich den Himmel und das Wasser und hier habe ich ein paar kleine Wölkchen angedeutet. Das mache ich jetzt auch, um dir zu zeigen, wie ich das mache. Ich bin jetzt einfach hier in dieses Weiß gegangen, pur, und vermische das mit dem noch feuchten Himmel. Und auch da nehme ich wenig Farbe und taste mich einfach hervor oder taste mich ran, wie sagt man denn, hervor, ran, man weiß es nicht so genau.
So. Und schon hast du ein paar Wölkchen gezaubert. Dann kannst du auch ein paar Vögelchen fliegen lassen. Und dann hättest du schon ein fertiges Bild. Ich mach mal den einen oder anderen Vogel. Für die Vögel kannst du einmal so ein Häkchen machen. So, check. Oder so ein langgezogenes M. Ein Häkchen und ein M. Und schon fliegen sie. Genau. So, in dem Fall ist das jetzt noch nicht fertig. Da geht es jetzt erst richtig zur Sache.